So, was haben wir hier so? Ein Zombie, na schön. Was hast du jetzt schon gefunden inzwischen überhaupt? Eigentlich nix. Achso, okay, dann ist es zumindest nicht so ärgerlich. War da nicht gerade so geil, so ein Scherm. Dann bist du halt einer von denen, der es nicht geschafft hat. Und jetzt spawnst du neu und jetzt bist du einer von denen, der überlebt. Hoffentlich. Was wollen sie denn da? Da ist da einfach mal hier in einem Hauseingang, da steht ein Zombie. Ja, nicht so geil. In Elektro gab es jetzt zwei Feuerwachen, ne? In Elektro gibt es zwei, eine am linken Ortseingang und eine im Norden. Na gut, mal schauen. Was liegt denn da? Lol, was ist das denn? Moment. Wenn noch nicht so viele Zombies hinter mir herlaufen würden. Was liegt da für eine scheiß Waffe? Oh Gott. Jetzt stecke ich auch noch hier fest. Scheiße, sind hier viele Zombies. Was liegt da für eine Hammerwaffe? Und was sieht's denn aus? Ja, weiß ich nicht. Irgendwas mit Granatwerfer. Achso, ja, es gibt so einen Granatwerfer als Waffe. Aber der hat, glaube ich, nicht nur 6 Schuss oder sowas. Joa, zum Glück habe ich hier nicht so viele Zombies hinter mir, so sind zum Glück nur 30. Ich will wenigstens sehen, natürlich, was hier absolut ist. Gut. Ach, die könntest wahrscheinlich mit einem Granatwerfer... M16A2 liegt hier einfach mal rum. Achso, die hat einen Granatwerfer dran, ja, stimmt. Die will ich jetzt eigentlich ungern hier liegen lassen. Scheiße. Verdammt! Wo kommen denn ganzen Zombies her? Das sind überall nur Steine, die aussehen wie irgendwas, was, keine Ahnung, irgendwas Besseres sein könnte. Aber es sind nur Steine, überall nur Steine. Und jetzt lauf! 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 Bleib doch nicht stehen! Lauf! Oh, ich blute noch nicht. Puh. Auch nicht infiziert? Also nicht, Nee. Gut. Dann gehen wir bitte bei dir jetzt auch ins Krankenhaus wieder und gucken mal nach, ob's da... Ja, ich komm da überall nicht rein, ne? Keine Munition? Nee. Die lag da einfach nur so, die lag neben so einem, deswegen habe ich mich ja gewundert, die lag neben so einem, ja, normalen Häuschen, wo man Reifen und so findet, so. Okay, vielleicht hat jemand abgelegt, hat irgendwas anderes gefunden. Oder jemand hat da jemanden getötet, hat die liegen lassen. Joa, bräuchte ich jetzt nur noch ein bisschen Stanak. Wo bin ich denn hier? Aber zumindest sieht so eine... M16 schon mal bedrohlich aus, wenn ich auf jemanden zulaufe. Ja, aber er denkt dann vielleicht auch, dass du eine Waffe hast und will dich dann töten. Also, dass du auch auf ihn schießen wirst. Und tötet dich dann vielleicht sogar eher. Die meisten schießen sowieso auf jeden. Also. Ja, das hast du auch recht. So, da bin ich aber auch, weil ich Angst vor denen habe. Weil, wenn ich mal was gefunden habe, dann will ich nicht direkt wieder sterben. Also töte ich die Leute, weil die mich sonst auch immer direkt töten würden. Ja. Das ist ein Teufelskreis. Ja. Die Angst davor zu sterben. Ziemlich ruhig hier. Also sind ziemlich viele Spieler nach dem Restart nicht mehr auf den Server gekommen. Ach, also mich stört das nicht. Wie viele sind es denn noch? Kann ich gar nicht nachschauen. Aber ich glaube, sind bloß noch so 7, 8. 12. 12, ja? Oh, okay. Starnok. Ich stehe hier ein bisschen Starnok. Hallo? Na, lauf mir vorbei. Bleib ich schon an irgendwelchen Bergen, Bergen hängen. Am Berg bleibe ich jetzt schon an irgendwelchen Bäumen hängen. Hm. Aber hier sieht es auch nicht nach Autos aus, hier sieht es auch nicht nach Menschen aus. Einfach nur Wald. Ich weiß gerade gar nicht, wo die andere Feuerwache ist hier in Tscherno. In Elektro. Wo bist du? An der nördlichen oder an der linken? Ja, wenn ich das wüsste. Jetzt? Ja, das wäre zu sagen. Ich schau mal. Bin jetzt bei der, die näher an der Kirche ist, da wo der Supermarkt ist. Ja, okay, dann bist du an der am Ortseingang, oder? Also. Ja. Hat die einen Zaun drum? Ja. Ja, dann bist du an der. Und die andere, da ist so ein roter Schornstein neben. Glaube ich. Okay. Gucken, so ein rot-weiß gestreifter. Was ist das? Oder nicht? Ich glaube.
Nails? Wie Nägel? Nägel. Vielleicht gibt es da Nagelpistolen hier oder so. Holy. Okay, hier liegen viele Nägel rum. Ja, oder vielleicht kannst du jetzt hier Häuser bauen mit Nägeln und so. Keine Ahnung. Ist ja ganz verrückt hier. Auch noch nie gesehen. Liegen hier einfach mal Nägel. Ja, keine Ahnung. Nehme ich jetzt aber nicht mit, weil ich eh nicht weiß, was ich damit anfangen kann. Ja, aber wenn du Platz hast, nimm doch mit. Ja, na, habe ich eigentlich nicht. Also was soll ich dann lass liegen, ja. Ich habe nur noch keinen Rucksack. Was liegt denn da? Das ist auch das Geilste, ne? Ich habe ein MG, ich habe eine Pistole, ich habe Essen, ich habe Trinken, ich habe eigentlich alles, was man braucht. Aber nur ein Checkpack. Also ich meine, es reicht mir, aber trotzdem. So, alles gefunden, sogar ein MG, aber dann nur ein Checkpack. Und ich kann mich doch hier in keinen Hinterhalt legen, wenn ich die ganze Zeit husten muss. Hört doch jeder. Oh Gott, sind die viele. Jemand läuft da vorbei. Dürfte ich Ihnen bitte eine Frage stellen? Möchten Sie leben? Okay, hier liegen tote Zombies. Wirklich tot. Erschossen tot oder gespawnt tot? Ich glaube erschossen tot. Oh. Dann würde ich mich umschauen, dass ich nicht auch... Oh, da läuft sogar jemand. Oh, na, ich gehe mal weg. Hui. Ja. Oh, genau. Alter, dieses Hinfallen, was es jetzt gibt, ey, das ist ja so stressig. Zombies lassen halt nicht alles mit sich machen, ne? Haben auch Gefühle. Ja, dass die mich hinfallen lassen, finde ich doof. Naja, aber die Zombies, die lassen sich auch nicht alles gefallen. Ich meine, du läufst immer vor ihnen weg, dann laufen sie sich mal hin, damit sie mal ein bisschen näher an dir sind und dann rennst du immer wieder weiter weg. Das ist schon... Nee, ich fall hin. Ja eben, sie werfen dich hin, damit du... Ach so, damit du ein bisschen länger bei ihnen bleibst. Ja. Aber... Nee. Dafür sind wir nicht gemacht, habe ich das Gefühl. Für das Leben mit den Zombies. Der Supermarkt war jetzt ja auch wieder so, irgendwie ist hier so Loot und so nicht so ganz geil jetzt hier. Ach, so recht, weil ich habe bisher auch noch nichts gefunden. Nichts Sinnvolles zumindest. Einen guten M16 ist schon schön, aber wenn ich dann... Du hast ja eine Waffe, hast du. Aber Essen, Trinken habe ich bisher auch noch nichts gefunden, aber ich laufe ja auch meistens durch den Wald einfach nur. Hä, wo ist denn die andere Feuerwache? Ist schwer zu beschreiben, aber dann eigentlich sehr offensichtlich, finde ich. Die ist doch auch rechts, oder? Wenn man da diesen Eingang da reinläuft, wo die eine ist, dann rechts davon, oder nicht? Das ist jetzt ganz schwer für mich nachzuvollziehen, was du meinst. Also wenn du... weißt du, wie sage ich denn das? Wo ist denn das Wasser? Siehst du das Wasser noch? Ja. Wo ist denn das von dir? Welche Seite? Ne, jetzt gerade rechts. Ich habe mich gerade einmal gedreht. Ach, das ist schon schön. Ah, da oben. Ne, ich hab's schon. Okay. Döp, 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 döp. Gib mir noch wenigstens ein Magazin. Würde ich machen, wenn ich dich sehen würde. Aber die Zombies haben auch neue Texturen bekommen, glaube ich. Einige. Ja, okay, keine Ahnung. Jo, ansonsten ist ein Elektro ja nicht viel mehr, wa? Nö. Also wenn du nach Chano kommst, kriegst du gar ein Magazin oder zwei, aber... Hast du Standard? Ja, klar. Achso. Also, weil mein MG nimmt die ja auch. Bloß, ich habe jetzt halt erstmal die MG-Magazine genommen. Aber wenn die leer sind, nehme ich auch die Starnak. Aber so lange dauert es auch gar nicht wieder von Starry Sober runter, ne? Also ich bin jetzt schon in Cherno. Okay. 100 Meter nördlich. Ja, ich laufe jetzt noch zur Feuerwache hier und dann komme ich auch nach Cherno wieder. Boah, ich will jetzt noch nicht erschossen werden, weil... Also ich meine, mein Typ lebt jetzt irgendwie, ich glaube, seit 3 Monaten, also Echtzeit. Ich spiele zwar nicht jeden Tag, natürlich nicht, aber ich lebe jetzt schon so lange hier mit dem. Das würde mir jetzt echt wehtun, wenn der stirbt, ja. Hast du denn diese Zelte an dem halbfertigen Gebäude jetzt gefunden gehabt? In Cherno noch? Achso, ja.
Ja, war da was? Ich konnte mich jetzt gar nicht so genau umgucken, weil ich ja schon fast tot war, aber... Dann gehe ich da nochmal kurz hin, vielleicht gibt's da ja Antibiotika oder so. Da ist nix. Also die Zelte. Hier irgendwo ist auch nochmal ein Krankenhaus. Bloß da würde ich jetzt ungern die Scheibe aufschießen. Verständlicherweise. So, na dann komme ich mal nach Tscherno. Dort zwar ist wieder ein Weichen, aber... Im Grunde habe ich nur die Waffe. In der Bandage habe ich, oder? Ja doch, die in der Bandage. Ist dir aufgefallen, dass die Glocken tatsächlich genau um halb läuten? Echt? Nee. Ja, erstmal am Busch festhängen. Oh, jetzt schmeißt er mich wieder um, ey, ich krieg zu viel. Boah. Selbstgefühl, du und die Zombies, ihr werdet keine Freunde. Nee. Wobei es bei mir nicht wirklich anders ist. Also ich kann auf den Kontakt auch verzichten, also... Leben und leben lassen, wie man so schön sagt. Das mit dem Leben lassen haben die, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden. Oh Gott, da dauert das wieder ein Weilchen. Achso, ich habe M24 Kugeln dabei. Also wenn du eine M24 findest, dann sag Bescheid. Okay. Schön leise hier rumschleichen. Das? Achso, die haben neue Texturen für die Shotgun-Kugeln. Echt? Mensch. Sieht zumindest so aus, also die sind jetzt nicht mehr so knallrot, zumindest sieht so aus. Hätten sie die irgendwie, oder sind das neue Kugeln? Was ist denn das? Ja, Two-Round-Pallets sehen jetzt irgendwie, finde ich, anders aus. Lass mich in Ruhe. Boah, dieser eine Zombie, ey. Oh, ich kann ihn nicht los. Na doch, Büsche. Ich brauche Büsche. Oder eine Scheune. Meine Güte, die sind aber auch überall Zombies, ne? Die sind auch irgendwo, wo man in echt gar keinen erwarten würde. Weil in echt würdest du dich fragen, hä? Was hat denn der da bitte gemacht, als der infiziert wurde? Hast du eigentlich eine PS3? Ich? Nee, wieso? Ich hab dich gefragt, ob du so Last of Us spielst, weil ich finde das Spiel so hammergeil einfach. Ja, ich find's auch geil, aber ich seh's, also ich schau's mir nur an, ich, Also, ich liebe so eine Spiele immer, wo man so sich so... so Sachen zusammensuchen muss und wo Munition knapp ist und wo man Sachen so... Waffen so verbessern kann. Mark auf SD. Was? Mark auf SD? Ja. Okay. Was hast du für eine Handgun? AK-17. Mein Gott, ich muss jetzt hier gerade mit dem MG rumschießen, das ist mir alles andere als recht. Schießt du mit der G17? Ja, aber die hätte ich jetzt wechseln müssen gerade. Achso. Hier ist eine Leiche. Bist du das? Bist du neben den Medizinzelten gestorben? Ja. Hast du ein G17-Magazin dabei? Ja. Danke. Gerne doch. Ich nehme dir mal die Map mit. Was liegt hier?